Genau, das ist das, was ich machen möchte. Da möchte ich am Ende der Woche noch einmal meditieren, damit ich Kamal nicht komplett leer ins Abenteuer starte. Ja, mach das. Kannst du auch gut kämpfen mit irgendwelchen anderen Söldnern, die sich natürlich einen Keks freuen, dass sie mit dir trainieren dürfen. Noch irgendwas, was du in den 7 Tagen machen möchtest? Würde mir gerne einen Überblick über die Söldner verschaffen, die hier in der Stadt sind. Mit was für ein Talent arbeitet man hier? Sind das eher so, naja, man ist ganz glücklich, dass sie hier sind, oder sind das eher so ein zusammengepferchter Bauernhaufen, der bei der ersten Gefahr auseinanderstürmt Also die wird? Qualität ist von bis. Ado Werheimers Leute sind wohl Qualität 4 oder 5, irgendwo so dazwischen. Das sind 50 Stück, die er mitgebracht hat. Es gibt wohl noch mehr von diesen Verlorenen. Das sind alles irgendwie Kinder der Wildermark oder Kinder von der Partien, die er eingesammelt hat. Oder er ist eben auch einer mit derjenigen, die da führen. Und die haben eine höhere Qualität, die gehören aber zurzeit dem Bauern Travigor und der Rest der Söldner ist. Oder auch Stadtwächter hat eine Qualität von 1, da hast du eine ganze Menge, bis Qualität 3, da hast du halt so grob 50 Stadtwachen oder Okay, sowas. dann möchte ich noch, und zwar, dann möchte ich mich noch über die schwarzen Köche vom Dobirach informieren, weil die Jungs waren, die sagen, ja, kommen ja auch aus der Wildermark. Ich möchte hören, was sie für Gerüchte über die hören. Ah, okay, ja. Das finde ich gut. Da kannst du eine Gassenwissenprobe. Ja, mach eine Gassenwissenprobe. Kann ich durch den Einsatz von willigem Bestechungsgeld mir die erleichtern? Kannst du machen, dann minus 7. Dobirach liegt in der Nähe vom Dergel, südlich von 2 Mühlen. Da seid ihr selber damals nie durchgekommen. Dobirach selber hat wohl lange Zeit Probleme gehabt mit einer riesigen Stierchimäre, die wohl auch geflügelt zu sein scheint. Ronga kann dir da wohl eine ganze Menge zu erzählen und die schwarzen Köche vom Dobirach haben wohl diese Chimäre getötet. Ronga selbst behauptet zwar auch, dass er die mal gesehen hat, dass er wohl, einige sagen sogar, dass er auf der rumgeflogen ist. Ob das ein Lügenmärchen ist, weißt du nicht genau. Du kannst so ein bisschen den Alkohol in seinen Augen erkennen. Aber die schwarzen Köche vom Dobirach haben wohl diese Chimäre getötet. Und sie sprechen wohl von einer anderen, also von einem richtigen Manticore, ein richtig bösartiges Tier. Die können auch natürlich auch von der Seuche bei Dorp erzählen oder von den Verquickungen um die Brücke von Rankara Liretena. Da haben sie dann noch auf der Seite der Rabenmunder gestritten, die dann wohl von der Bohlenburg oder so etwas ausging. Eine ganze Menge wird wohl auch berichtet über die Djinne von Auweiler, die da auf den Feldern arbeiten. Eine Magokratie, die da wohl ausgerufen wurde. Ganz in der Nähe gibt es die Zauberersümpfe und Gallis ist es natürlich auch. Also die schwarzen Köche von Dobirach waren ganz grob im Umkreis von ihrem eigenen Dorf und haben da überall für gute Schlachtfelder gesorgt. Also, sie haben Also immer ich Blut hinterlassen. höre also nichts, was mir jetzt irgendwelche Dämonenbünde andeutet, sondern es ist Nee. halt eine Söldnertruppe. Ja, Okay, also wunderbar. die sind brutal, aber es ist jetzt nichts über die Extreme. Dann schlafe ich glücklich ein an der Nacht. Entscheidung, liebe Zinn. Diamant, 7 Tage. Diamantis wird sich einen Großteil der Zeit, und zwar 8 Stunden an jeden Tag, handwerklich betätigen. Er wird Leider ist ihm einer seiner Balestrinas abhanden gekommen, als wir im alten Yerkesh waren. Besser gesagt, er hat sie, weil sie beschädigt war, freimütig weggegeben, mit dem Gedanken, sich bei Zeiten ein besseres Exemplar anzufertigen. Und diese Zeit nimmt er sich jetzt. Und zwar ist sein Ziel, sich 2 davon anzufertigen. Nur wird die Zeit dafür nicht ausreichen. 7 Tage reicht jedoch, um eine bereits zu vollenden, sodass er am Ende des sieben am Ende der Zeit 7 Tage, die in der Hand hat. Das soll jedoch nicht eine normale Balestrina werden. Sie soll in der Lage, Bolzen zu schießen und wie ein Replika seiner goldenen Balestrina wirken. Okay, also du möchtest sie nachträglich vergolden. Sie soll nachträglich vergolden werden, einzelne, und die Insignien D, M sollen ebenfalls reingeritzt werden. Die sind, denn das ist bei der goldenen Balestrina ja ebenfalls der Fall. Okay, So. damit du
das ist tatsächlich auch so ein Fälschvorgang, oder? Du möchtest ja sie so sehr aussehen lassen, dass du sie auch als ein nicht-dämonisches Variantenstück ausgeben könntest, ne? Genau, das ist. Habe ich mir fast gedacht, gut. Hast du das Berufsgeheimnis zum Bauen von Balestrinas? Das besitze ich natürlich, sonst hätte ich die bisherigen handwerklichen Betätigungen nicht vollenden können. Okay, gut. Dann, was würfelst du da? Ich würfle, tatsächlich habe ich schon alles dafür für im Forum ausgewürfelt. Bogenbau, dann ist es mehrere Würfeleien. Ich würfle dafür Bogenbau und Feinmechanik jeweils. Und zwar muss ich ein Drittel der Punkte, die ich übrig behalten muss und die sich durch verschiedene Modifikationen ergeben, in Feinmechanik überbehalten. Der Rest geht alles auf Bogenbau. Gut, du hast das Ganze im Forum ausgewürfelt und sagst, dass du nach einer Woche erste Balestrina fertig hast. Die kannst du dann tatsächlich auch schon in Gold gegossen haben. Ich ziehe dir da nochmal 10 Dukaten ab, damit es dann vergoldet ist. Ja. Boltarax, 7 Tage, um weiter die Seelenwanderung zu lernen. Der genau. Druide Vargan Sumutan ist auf alle Fälle noch da und wird weiter mit dir üben. Er wird auf keinen Fall Geduld mit dir üben oder Geduld mit dir zeigen, zumindest nicht über die Maße, die er auch schon im Obsthain getan hat. Und das wird sehr schmerzhaft werden. Immer mal wieder wirst du in seinen alten, vom Alter gebeugten Körper gezogen und es tut wirklich, wirklich weh. Alles gut. Kann ich von ihm auch noch andere Zauber in druidischer Repräsentation lernen? Kannst du machen. Frag mich dazu im Forum und das snicke ich dann ab, oder nicht? Mache ich, alles klar. Gut. Perfekt. Abel Mir, 7 Tage. Ja, als erstes würde ich natürlich weiterhin den Vogt Wilbo von Ram unterstützen. Ich will mir dann einen halben Tag freinehmen, um mit Erlaubnis von Kapitän Xanbad sein mechanisches Schiff zu erkunden und die Mechaniken, die dahinter stecken, zu begreifen und zu verstehen und vielleicht irgendwie die Seeadler von Xorlosh. Innerter dieses Schiff. Ja, gefertigt in Valusa, aber mit dem Segen des Hochkönigs durfte sie so benannt werden. Es ist ein mechanisch betriebenes Schiff. Du kannst dir die Dampfkessel angucken. Würfel mal auf Etikette. Plus 7. Okay, Sekunde, das ist Gesellschaft. Ich glaube, Boltax wollte auch helfen, aber nee, es ist trotzdem eine plus 7, weil Zwerge. Ist ja Mittelreich, oder? Zählt er als Mittelreich dann? Zwerge, oder? Nee, das sind, ja gut, das ist Valusa, aber nee, würde ich. Dann hätte ich nur 8 Punkte. Ja, reicht also, das ist geschafft. Du kannst dich dann also in dieser zwergischen Umgebung abfinden, hast dich natürlich du hast dich auch mit Stollen Nummer 5 eingedieselt, hast dann natürlich Boltax gefragt, aber es kommt gut an bei den Zwergen, schlagen die direkt an, sie wollten ja nicht auf die Schulter klopfen, so ist es dann eher ein Schlag auf den Po, so ein liebevoller, und zeigen dir dann das Innere, also das Obere ist gar nicht so sehr interessant, du kannst dann auch irgendwelche Dampfbolzen erkennen, aber das Untere ist natürlich sehr, sehr spannend, wie dann irgendwelche großen kupfernen, bronzenen Kessel mit Wasserdampf gefüllt werden. Und dann angetrieben mit großen, heißen, brennenden Schmiedefeuern. Irgendwie 4 kleine, es soll wohl eine Schildkröte darstellen. Mit viel Liebe kann man sie erkennen. Eine Schildkröte und die Ärmchen und Beinchen dieser Schildkröte würden dann die Ruder ersetzen. Also ich würde schon auch gerne erkundigen, wie das angetrieben wird. Wahrscheinlich durch Zwergenkröte, vermute ich mal. Ja, genau. Und ja, die ganze Mechanik dahinter fehlt, wie so ein Dampfkessel funktioniert und wie die Kraft übertragen wird vor allen Dingen. Ja, okay. Also Mechanik? Ja, sie würden ja als Lehrmeister in Mechanik. Du darfst auch ein Berufsgeheimnis dazu entwickeln, wenn du möchtest. Ja, würfel mal eine Mechanik, um das zu verstehen, das Prinzip. Finde ich gut. Und dann kannst du dir daraus ein eigenes Berufsgeheimnis ableiten, wenn du magst, um den Zwergen ihre Geheimnisse zu stehlen. Du kannst sehen, dass oberirdisch wohl unglaublich viele, das ist wohl eine große Armbrust, würde Boltax sagen, die Zwerge nennen sie eher Skorpion. Also große, gewaltige Bolzen, die dort abgefeuert werden von dicken Drähten. Auch für Diamantes wäre das sicherlich ein Zuckerschlecken, wenn er sich diese artilleristischen Waffen angucken könnte. Ja, und so kannst du dann in das Geheimnis dieser Dampfverarbeitung der Zwerge eintauchen. Viel Metall, warum das auf dem Wasser schwimmt, weißt du nicht.
ja, angestachelt durch diese Einblicke in die neueste zwergische Konstruktionstechnik, triggert wahrscheinlich meinen Konstruktionswahn so ein bisschen, vermute ich. Ja, würde mal Selbstbeherrschung. Schwert um Agrimot waren. Sekunde. Wenn du dann irgendwelche kleinen Luken oder sowas öffnest, wenn dann der Dampfkessel angeheizt wird. Ich glaube, ich habe den auf 7. Machen wir eine Selbstbeherrschungsprobe. Ich würfel einfach mal. Genau, kann ja sein, dass da irgendwie viele Punkte übrig bleiben. Oder auch keiner. Doppel 1? Nein, 7. Oh, 9 Punkte übrig. Das reicht gerade so. Ja, bist gerade irgendwie dabei, so ein kleines Guckloch. Du dachtest, es ist ein Guckloch, da haut dir der Zwerg, der dich gerade hier irgendwie unterirdisch herumführt, haut dir so ein bisschen auf die Finger. Hey, Vorsicht! Da kommt heißer Dampf raus, da verbrüst du dich neu. Vielen Dank. Ich zieh meine Finger zurück. Ich zeig dir die Konstruktionszeichnung oben. Gerne. Ja, wie gesagt, ich strome wahrscheinlich einen halben Tag, wahrscheinlich sogar einen ganzen Tag rum und ich nehme wahrscheinlich mehr Zeit, nachdem ich so angefixt bin. Wir sind jetzt zum 7. Mal hier unten. Wann verstehst du es endlich? Es ist sehr interessant. Beeindruckend, wissen wir. Ja, interessant. Ja, ich frage nicht, es ist wahrscheinlich ein zwergisches Geheimnis, aber vielen Dank, dass ihr mich teilhaben lasst. Sag mal, du, kannst du mich dieser Angrosch Minia vorstellen? Natürlich, ich könnte. Das nett. Ja, dort hinten, diese Kiste, wozu dient die? Das habe ich euch doch auch schon mal gesagt. Ja. Da sind einfach nur Ölputzlappen drin. Mehr ist das nicht, einfach nur Putzlappen, wenn wir da Öl oder sowas, wenn da was runterleckt, dann das nehmen wir damit auf. Ja, verstehe. Ja, aber nochmal zu dieser Angroschminia. Die ist doch, hast du ihren Pflaumen gesehen? Ihr meint ihren Bart? Ja, sie hat einen sehr anmutigen Bart für eine Zwergin, glaube ich. Seine Miene verfinstert sich. Zwergenfrauen haben kein Bart. Willst du mich verarschen? Nun, über solche sie haben Themen einen lieblichen Pflaumen. Über solche Themen spricht man nicht als höflicher Mensch. Du kannst mich hier bestimmt nachher vorstellen. Komm, wir gehen mal nach oben. Komm. Nun gut, ich schau mal wehmütig dieser Mechanik hinterher. Diesen ist sie irgendwie mit diesem Poltax verwandt? Nun ja, ihr sollt euch beeilen. Ich glaube, sie wollen bald heiraten. Also, aber sie ist noch nicht. Okay. Ich glaube, euer Kapitän ist auch hinter ihr her. Was? Xanbart? Ja? Er grummelt irgendwas in seinem Bart. Sudamin, 7 Tage Zeit. 7 Tage Zeit und viel zu tun. Am nächsten Morgen würde ich mich natürlich erstmal beim Blauen Palast einfinden. Dort begrüßt dich auch Priodur. Genau. Wie ist das? Sudamin. Gepriesen sei die Morgenröte. Und das Licht des Tages. Nun, wir hatten uns ja abgesprochen. Rabenmund meinte, die Leute werden demnächst eintreffen. Ich lasse euch mit eurer Sonnenaufgangspredigt gerne den Vortritt und möchte dann gerne zu der Bevölkerung sprechen, denn nun, viele von ihnen kennen mich noch gar nicht und naja, ihre Situation ist ungewiss und ich möchte ihnen ein wenig Orientierung geben. Wir müssen das Licht in ihre Herzen bringen, damit sie das Dunkel der See vertreiben können. Ja, ich habe gehört, sie nennen die blutige See inzwischen das Meer der Finsternis. Oh ja. Die Dunkelheit breitet sich aus. Nicht nur hier, auch in der Wildermark. Aber dann hoffe ich, dass wir sie zurückschlagen können. Wir sind nur willige Diener seines Willens. So, und dann treten wir mal auf den Balkon hinaus, den Sudamin ja schon mal für eine Ansprache genutzt hat. Und schau mal, was sich schon so an Leuten eingefunden hat. Also du gehst davon aus, dass sich auf den Straßen und auch auf den Häusern um dich herum grob 500 Menschen versammelt haben. Ja, dann nickt Sulamin Priodur ermutigend zu. Nach euch, euer Gnaden. Vielen Dank.
Und dann würde ich hinaustreten in das Licht, in das strahlende, in den strahlenden Sonnenaufgang. Und erst einmal leise, mehr oder weniger leise aufrufen: Herr, schenke uns dein Licht. Ich würde ein göttliches Zeichen wirken. Und zwar auf die 14, 14, 15. Ich habe einen Liturgiewert von 15. Möchtest du mich als Mitbeter? Ich kann es gerne mitbeten, aber ich würde erstmal einfach würfeln und gucken, was passiert. Ja, also Zulamin würde rein für den Fluff mitbeten. Ja, ich denke, das ist alles übrig geblieben. Insofern müsste ich. Ja. Müssen wir nicht würfeln. Dann erscheint irgendwie eine goldene Aureole aus dem strahlenden Morgensonne und badet uns alle auf die. Auf dem Balkon. Also Rabenmond, Zulamin und dich, Priodor. Genau, in ein blendendes Licht. Ich breite meine Arme aus. Herr Praius, der du uns durch dein Recht und deinen Willen durch den Tag gerettet hast. Herr Praius, dessen Wahrheit uns vor Zweifel und Lüge beschützt. Herr Praius, der du mit deinem Licht die Schatten zerreißt und die Finsternis zerschmetterst. Wir danken dir für dein Wort und dein Werk, für den Tag, den du uns schenktest und für die Wacht, die du uns hältst. Gib uns die Kraft, der Dunkelheit zu widerstehen. Gib uns die Erkenntnis, deinem Willen zu folgen und lass uns durch dein Gesetz dem Chaos trotzen, heute und für alle Zeit. Herr Praios, der du die Wahrheit hütest und die Schöpfung ordnest von Anbeginn der Zeit, bring Licht in die Schatten unseres Geistes, damit wir erkennen, was Wahrheit ist. In Verzweiflung und Finsternis siegt das Licht. Gegen Hexer und Lügner siegt das Licht. Durch Feuer und Schwert siegt das Licht. Per noctem ad lucem. Fiat Justitia. Praios, holt. Es sei. Und Zulamin lächelt und wartet ab. Ich würde dann zurücktreten, zwei Schritte und dir mit einem leichten Kopfnicken zu verstehen zu geben, dass er seine Praios-Predigt beendet hat. Ja, Zulamin steht da einen Augenblick im Sonnenlicht und erhebt den Blick zum Himmel, die Arme leicht ausgebreitet, bevor sie sich dann wieder weltlichen Dingen zuwendet. Einwohner von Janka, Flüchtlinge aus den kalten Ländern des Nordens, Streiter aus der Wildermark, falls ihr noch Zweifel daran hegt, ja, die Vesira ist zurückgekehrt und nein, ihr Schiff ist nicht gesunken. Ich bin Zulamin al-Shabra, Geweihte der Raja Ushtama, und ich wurde von der Maharani Shahi auserkoren, um in ihrem Namen über Janka zu herrschen. Seid willkommen! Manche von euch sind nach Janka gekommen, weil sie Zuflucht suchen. Manche, weil sie den Kampf gegen die schwimmende Heptarchie aufnehmen wollen. Ihr, die ihr Zuflucht sucht, ich tue, was in meiner Macht steht, um euch zu beschützen. Hört auf, mich auf den Straßen zu belagern. Ich kann euch kein Korn geben, das noch nicht auf den Feldern gewachsen ist. Ich stehe in Kontakt mit der Mondsilbersultana der Mara Basari und habe beträchtliche Schulden aufgenommen, damit ihr essen könnt und so viele wie möglich ein Dach über dem Kopf haben. Wir lieben dich! Zulamin lieber hoch! Doch ich will euch keine Hoffnungen machen. Es gibt keine Zuflucht vor den Fluten. Die Welle rollt von Firon gen Praios. Und was sich in Ilsur und in anderen Städten des Nordens ereignet hat, kann auch hier geschehen. Keine Stadt an der Küste ist sicher. Und wenn wir versagen, werden am Ende nur noch die höchsten Gipfel des Rashtulswalls gleich Inseln aus dem Wasser ragen. Darum wende ich mich an jene, die kämpfen wollen. Darion Paligan muss aufgehalten werden. Er hat Effert und seine Gegenspielerin gleichermaßen verärgert, indem er den Landverschlinger entfesselt hat.
Das ist der Grund, warum die blutige See dem Meer der Finsternis gewichen ist, wie er es nennt. Die Plagenbringer naht heran, langsam zwar, doch sie kommt näher. Und nur gemeinsam können wir sie aufhalten. Wir brauchen euren Mut, eure Stärke, euer Wissen, euren Glauben, damit die Götter uns den Sieg schenken. Wir haben Galotta gestürzt. Wir haben Rassasor zu Fall gebracht. Wir haben Oron befreit und Xeran erschlagen. Jeder einzelne dieser Taten schien vormals unmöglich. Doch mit dem Segen der Zwölf wurden sie Wirklichkeit. Viele Heptachen sind nicht mehr übrig. Und Paligan ist offenbar von dem Ehrgeiz besessen, als Nächster über die Klinge zu springen. Mit eurer Hilfe können wir es schaffen. Darum meldet euch bei den Kapitänen. Helft, die Schiffe instand zu setzen und zu bemannen. Trainiert für den Ernstfall. Noch ist Zeit. Und wenn wir euch in die Schlacht rufen, dann seid bereit. Gelobt seien die Zwölfe. Gelobt sei Sulami. Sulami, die Brüder geht bei dir. Bei diesem Ausruf schüttelt Sulamin leicht den Kopf und denkt sich, ob dieser Mensch auch nur ein Wort gehört hat. Aber eine Überzeugprobe, bitte. Das war eine schöne Ansprache. Ich würde sie dir um 7 Punkte erleichtern. Mhm. Okay. Wir wissen ganz genau, dass ihr die 7 Punkte eh nicht braucht. Okay, es ist um 7 Punkte erleichtert und es ist um weitere 5 Punkte erleichtert, weil ich gut aussehend bin und Wohlklang habe. Das heißt, wir sind bei einer minus 12 und überzeugen, oder? Überzeugen, Talentspezialisierung gäbe es auch. Ja. Wenn du da irgendwas hast. Ich habe eine Talentspezialisierung öffentliche Rede. Wow. ja, okay. Das ist die Doppel-Eins. Die Leute strömen von den Straßen, nachdem du wieder den Mund geschlossen hast. Die warten nochmal kurz 5 Sekunden und dann laufen sie in Richtung der Obsthaine. Dann kannst du irgendwie rufen hören, wie sie dann dein Wort kundtun in den Straßen. All die anderen Leute, die es noch nicht gehört haben, in die anderen Viertel strömen, auch zu den Häfen. Irgendjemand schnappt sich noch einen Hammer und kannst auch sehen, wie wohl einige Leute teilweise so Bruchbuden oder Häuser abreißen, um irgendwelche Sachen für Planken dahin zu werkeln, zu dengeln. Und du besiehst dann den Tag über dann dein Werk. Du siehst, dass die Gebäude, die in der Arena aufgebaut worden sind, improvisorisch werden dann allesamt abgebaut und in Richtung des Hafens transportiert, um die Schiffe nach und nach flott zu kriegen. Du hast dann wohl auch gehört, wie andere Leute ausgezogen sind, um dein Wort in Elburum kundzutun, um dort keine Flüchtlinge, sondern andere Helden einzusammeln. Und oben auf den oder im Süden bei den Obstbauern auf den Plantagen, dort wo Voltax im Laufe der Zeit die Seelenwanderung weiter versucht zu lernen, werden dann Trainingsgelände aufgemacht, wo dann irgendwelche Leute dann unter Baumstämmen hindurch tauchen, drüber hinwegspringen oder irgendwie Slalom laufen und jeder versucht jetzt irgendwie zu trainieren, wenn er dann nicht mit Arbeit zugeschüttet ist und die Produktion geht weiter voran. Aufbruchstimmung. Die schlechte Stimmung der letzten Tage durch fehlende Nahrung oder Holz ist einfach wie beiseite gewischt. Ja, also Zulamin ist selber, sie schwankt so zwischen Überforderung und Faszination, was sie da losgetreten hat. Beschließt dann aber irgendwann, dass es offensichtlich der Wille der Göttin ist. Und sie genießt es sehr, dass einfach die Stimmung in der Stadt wieder besser ist. Also ob das jetzt alles so total in die richtige Richtung läuft, was die Leute da tun, da kommt ihr schon der eine oder andere Zweifel. Aber alles in allem hat sie das Gefühl, den Leuten Hoffnung gegeben zu haben und ist da eigentlich ganz glücklich drüber. Serpentilio, 7 Tage Zeit. Jetzt. Beziehungsweise 5 oder so.
Gut, erstmal haben wir 3 8-Stunden-Schichten, das Schiff mit Meißel und Hammer und Holzarbeiterwerkzeugen, deren Namen Serpentino nicht mal aussprechen kann, bearbeiten, um da die Zauberzeichen reinzubekommen. Denn das dauert 24 Stunden. Summa summarum. Vermutlich für ihn ein wenig länger, weil er halt dauernd irgendwo Leute wegscheuchen muss oder halt dann zu Zulamin gehen, damit sich jemand hinschickt, der irgendwie die Arbeiter wegscheucht oder warten, bis ihm was aus dem Weg geht, etc., etc. So oder so wird die Innenseite des Schiffes mit mehreren Strängen verbunden, die dann idealerweise elementares Feuer zu einem Ankerpunkt in der Mitte leiten sollten. Ja, die Zauberzeichen dazu hast du, dann musst du da irgendwas würfeln, um die zu aktivieren. Ja, ja, ne? Und zwar, wir haben das Zeichen der elementaren Bannung Feuer. Die ist halt eine Komplexität von 5. Komplexität ist, wie groß und, naja, kompliziertes Zeichen ist. Dann, wir wollen, dass es eine größere Fläche umfasst, also müssen wir das Zusatzzeichen Potenzierung drauf machen. Und zwar erhöht das die Komplexität um 4, weil wir entweder den Wirkungsradius vervierfachen oder ein Schiff damit bezaubern wollen. Wir sind ein Schiff, right? Right, wir sind ein Schiff. Und dann möchten wir gerne noch Satinas Siegel darauf kleben, damit es nicht nächsten Monat, müsste es glaube ich sein, wieder aufhört zu wirken. Das erhöht die Komplexität nochmal um 3. Das bringt uns auf eine Gesamtkomplexität von 12. Das ist ein ziemlich kompliziertes Zeichen. Ich nehme an dieser Stelle an, größtenteils, weil es halt so groß ist und deswegen Dinge über lange Strecken relativ präzise ineinander laufen müssen. Ja, genau. Ist es eine Holzbearbeitenprobe, erschwert um 12 Punkte also. Dann ich ganz kurz mein Handwerkstalent heraussuchen, habe ich hier Holzbearbeiten 11, habe ich schon eingetragen. Nein, müsste ich erst noch im Stunden. Plop. So, wir haben glücklicherweise herausragende Zimmermannswerkzeuge, die mir die Sache ein bisschen erleichtern und mir eine 7 Punkte erleichtern. Minus 7, ja. Entsprechend werfen wir jetzt eine Holzbearbeitungsprobe, erschwert um 5 Punkte.